was zum Teufel? Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Resident Evil 7. Ich muss jetzt gerade gucken hier, ob der Ton jetzt passt. Ich meine, mein Kopfhörerton war nämlich. Ich habe gerade schon mal versucht, dieselbe Folge, die ich jetzt gerade aufnehme, aufzunehmen. Habe aber dann festgestellt, dass alle paar Sekunden der Ton weg war und irgendwann war er komplett weg. Ärgerlich, ärgerlich. Ich gucke jetzt deswegen genau auf den Ausschlag. Der Spielton ist da, ich höre ihn auch. Und, okay, ich sag jetzt schon mal fortsetzen. Was wollte ich noch sagen? Was habe ich gemacht? Ja, genau. Ich habe ein bisschen was verändert. Ich habe jetzt das Mikrofon hier etwas weiter unten, damit mein Bartschatten hier nicht mehr so dran schabert. Das war doch etwas unangenehm zu hören. Ich habe die Mikrofonverstärkung und Lautstärke und so wenig ein wenig angepasst, damit für den Fall, dass ich dass das nicht mehr so krass übersteuert. Tut mir leid dafür, ich bin halt so. was gibt's sonst noch zu sagen? Okay, der Ton ist jetzt weg, aber ich glaube, das liegt an der Ladezeit. Das Serum. Okay, ich werde das gleich mal kontrollieren. Hallo. Da, ja, okay, der Ton ist wieder da. Okay, ich glaube, das ist, sollte funktionieren. Gut. Die Ladezeit ist auch gleich vorbei. Habe ich gut überlabert. So, Kopfhörer. Ich wünschte, es gäbe wirklich vernünftige Kopfhörer für die VR. Das ist, wenn man wirklich mit so großen Ohrmuscheln wie ich arbeitet, ist es ein Krampf, wirklich vernünftige Kopfhörer zu finden, die da schön drüber passen. Entweder drüber oder Kopfhörer, die wo man irgendwie anders an die Ohren kriegt und dann die VR drüber. Irgendwas muss es geben, dass das mal vernünftig funktioniert. Okay. Noch ein bisschen näher ran. So. Genau, ich guck mal kurz ins Inventar. Das müsste so stimmen. Wir waren zuletzt bei dieser einen Tür im Keller. Eine Munition brauchen wir nicht. Und die haben wir jetzt auch nicht. Da es aber schon sehr spät war, bin ich da gestern dann hierher gelaufen und hab gespeichert. So. Ab jetzt, ihr wisst Bescheid, bin ich wieder ruhig. Und gebe mich ganz Resident Evil hin. Moment, halt stopp. Ich muss den Ton ein bisschen lauter machen. Oh. Ich will es nicht zu laut haben. Ist auch okay. Okay. Wird das noch scharf? Das ist ja. Oh, das ist extrem dunkel.
Oh Scheiße, die Tür steht ja noch genauso offen. Erzähl kein Mist mehr mir. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Danny, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas! Ethan, Hilfe! Verdammt! Finger weg von meiner Frau. Da verstehe ich keinen Spaß, Digga. Fucking wo bist du? Oh, fuck! Oh, Scheiße, Flammenwerfer! Mann! Oh.
Okay. Dann packe ich die Gelegenheit beim Schopf und speichere mal. Entschuldigung, ich muss mich einmal kurz räuspern. Ich habe einen wahnsinnigen Kloß im Hals. Mist, 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 Mist! Halt die Klappe. Idiot. Scheiße! Halt die Fresse. Thank you.
Komm schon. Was zum... Oh Gott im Himmel. Was war das jetzt gerade? Update? Oh Gott. Habt ihr das auch gehört? Ich denke mal ja. Bist du?
hab dir gesagt, du gehörst hier nicht her. Junge, du hast hier draußen nichts zu suchen. Aha! Verdammt! Bring mich nicht, dir dein schönes Gesicht abzuziehen! Mm-hmm.
Verflucht! Ich kann mich nicht bewegen! Oh, Lord, was war das? Ich habe auf Laufen gedrückt, aber die Figur hat sich echt nicht mehr bewegt. Scheiße. Leben im Universum ist nie gut. Speichern. Sehr gut. Natürlich möchte ich speichern. Oh. Ach so, hier hing die ganze Zeit ein Kabel. Alles klar. Hallo, meine Lieben. Ich kann euch wiedersehen. Wow. Alter Schwede. Ja, wirklich hier jetzt kurz vor Ende. Als ich aus dieser Tür raus wollte, er hat die ganze Zeit auf Laufen gedrückt, er hat sich nicht mehr bewegt. Keine Ahnung warum. Ist natürlich unschön. Aber, na ja gut, es ist bloß ein bisschen Schaden. Wir haben ja noch jede Menge grüne Kräuter im Inventardingseln. In unserer Kiste. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ihr auch dann. Habe ich drauf gedrückt, das Mikro? Sorry. Wenn ihr euch freut wie ich, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Resident Evil 7 wieder. Ich hatte ganz großen Spaß und ich wünsche euch jetzt noch eine schauschöne gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Das war's von mir. Ich bin raus. Tschüss. Ah, Resi.